Zu jedem Trabi-Treffen in Zwickau kann man ihn bestaunen. Liebevoll Plastikbomber oder Rennpappe genannt, war der Trabant eigentlich der Volkswagen der DDR. Mehr als 3 Millionen davon wurden gebaut. Und er hat die DDR-Bürger durch halb Osteuropa transportiert. Heute würde er, jedenfalls nach damaligen Sozialgesetzen, in Rente gehen. Er feiert seinen 65. Geburtstag. Er ist nicht totzukriegen und das ist auch gut so. Der Trabi, der jedes Jahr Tausende nach Zwickau lockt. Die Modellpalette war immer überschaubar, es gab einen Typ. Der Trabant reicht fürs Volk, sagte Wirtschaftsdiktator Günther Mittag, stieg in seinen Volvo und fuhr davon. Diese Anekdote sagt viel über die damalige Situation. Aber wenn es nichts anderes gab, dann hat man sich mit dem zufrieden gegeben, was es eben gab. Und das war der Trabant. Er war im Grunde eine Vorkriegsentwicklung von DKW. Der F8 hatte einen Zweizylinder-Zweitaktmotor und Frontantrieb. Weiterentwickelt wurde daraus der Prototyp des Trabant, 1992 liebevoll restauriert. Auch er hat inzwischen einen festen Platz im August-Horch-Museum in Zwickau gefunden. Und das ist sein Schöpfer, hier an seinem 90. Geburtstag im Automobilmuseum. Werner Lang kam direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ins Werk. Und schon damals wurden hier wieder Fahrzeuge gebaut. Es begann mit den LKW 3-Tonner mit Maybach-Motoren. Wir haben dann die Entwicklung vorangetrieben mit den Dieselfahrzeugen, mit den mit den H3A und haben dann dabei noch den BKW, den 240 entwickelt, das war eigentlich mein liebster Entwicklungsweg war, weil wir das Fahrzeug von Grund auf neu entwickelt haben. Das ist das einzige Fahrzeug in der DDR, das von Grund auf neu entwickelt wurde, über den Motor, über Getriebe. Alles, während die anderen Fahrzeuge wie der Trabant und auch die BMW-Fahrzeuge aufbauen auf vorherigen Entwicklungen, die in den beiden Wagen bestanden. Das interessanteste Fahrzeug, der 240, den haben wir nun leider nach 1380 Fahrzeugen nicht weiter produzieren können, weil es darum ging, dass die Entwicklung des Fahrzeuges geopfert worden ist, will ich das ruhig sagen, für den Trabant, weil wir die Kapazitäten brauchten für den Trabant. Wer hätte auch in diesen Hallen vom Anfang des 20. Jahrhunderts eine viertürige Limousine mit großem Motor bauen können? Es fehlte an Material, an Platz und auch an Maschinen für die Produktion. Das musste Werner Lang auch bei weiteren Projekten erfahren. Und ein zweites Fahrzeug, was hochinteressant war, war der Trabant 603. Ein Fahrzeug, das vor VW 6 Jahre lag. Und wenn man die beiden Fahrzeuge vergleicht und übereinander legt, dann sind sie deckungsgleich. Da stellt sich dann immer die Frage, wer hat denn von wem abgeschaut. Aber es war ein Fahrzeug, das hervorragend die neue Generation im Automobilbau einleitete. Wir waren dort führend, aber konnten sie leider nicht umsetzen, weil die Regierung die Genehmigung zum Serienproduktion gab. Das war also schon eine sehr harte Entscheidung für uns, muss ich schon sagen. Und die gesamte Entwicklung von weiteren 16 Fahrzeugen, die wir dann machten, die kamen leider alle nicht zum Tragen und wir haben dann den Trabant 601, es war eine schwarze Entwicklung, eine nicht genehmigte, und mit dem 601 sind ja fast 3 Millionen Fahrzeuge gebaut worden. Und man muss sagen, heute ist der Trabant ja zum Nostalgie geworden und es ist schon eine tolle Geschichte. Und so blieb der kleine Zweitakter mit der Duroplast-Karosserie übrig, bis nach 1990 Volkswagen in Mosel einzog. Und wer weiß heute schon,
dass die Keimzelle dieses modernen Werkes eigentlich VEB Sachsenring Zwickau Fertigungsbereich 7-22 hieß. Denn auch die Kommunikationspolitik in der DDR war etwas speziell. So wurde nichts eingeweiht, weil es fertig war, sondern weil es einen bestimmten Anlass gab. Die Halle in Mosel sollte zum Parteitag 1990 vorgestellt werden. Und der Trabant wurde zum Start des Sputnik, des ersten Satelliten der Geschichte, vorgestellt. Und nun wird er eben 65. Happy Birthday, kleiner Begleiter. Viele hast du durch die Gegend chauffiert und wie so oft, in Rente gehen ist auch nicht dein Ding. Und bevor es ganz sentimental wird, die gesamte Woche über gibt es eine Sonderausstellung mit den verschiedenen Entwicklungsstufen des Jubilars im August-Rusch-Museum.